Ich muss einmal zuerst einmal meiner Kameradschaft recht herzlich danken, vor allem meinem Stellvertreter Skofic Manfred, der mit unserem Team diesen Tag der offenen Tür besonders hervorragend vorbereitet hat. Wir sind jedes Jahr immer wieder unterwegs, um Spenden zu sammeln. Und der Sinn war eigentlich, dass wir der Bevölkerung auch einmal etwas zurückgeben möchten. Wir haben rund 70 Feuerwehrmitglieder, davon 12 Feuerwehrjugendliche. Auf das sind wir eigentlich besonders stolz, muss ich sagen. Wir haben auch im vorigen Jahr das 10-jährige Jubiläum der Feuerwehrjugend gefeiert. Und ich glaube, das ist also für eine Feuerwehr besonders wichtig, den Nachwuchs konzentriert, organisiert für den Normalfall vorzubereiten. Wir haben rund je nach Jahr zwischen 20 und 25 Einsätze, die sich vorwiegend aufteilen in 2 Drittel technische Einsätze und 1 Drittel Brandeinsätze. Und für uns ist es besonders wichtig, so viel wie möglich Übungen auch im Bereich des technischen Einsatzes zu absolvieren. Und gerade heute versuchen wir, die Bevölkerung in Künstorf und Umgebung die Möglichkeiten, die unser neues Rüstlisch-Fahrzeug bietet, in einer Demonstration mit einem technischen Einsatz, mit einem Verkehrsunfall näher zu bringen. Ja, ich muss sagen, meine Burschen haben super gearbeitet, auch Damen, was dabei war, mein Sanitäter. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich so ein Team habe, hinter mir stehen habe. Und also ich hoffe zwar nicht, dass etwas passiert in Zukunft, aber mit diesen Leuten kann man sicher einen guten Einsatz durchführen.